Jo, Peace Freunde, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Heute habe ich für euch ein extremes Trizeps-Workout vorbereitet, bei dem wir den Trizeps richtig zerstören. Viel Spaß! Ja, was soll ich sagen? Ich habe mich ja fast schon dazu gezwungen, dieses Video zu machen. Nämlich, bam, checkt mal diese Kommentare aus. Nach dem Bizeps-Workout habt ihr euch jetzt unbedingt auch ein Trizeps-Workout dazu gewünscht. Und das mache ich euch natürlich gerne. Ja, ich kann nur so viel versprechen. Dieses Workout wird für einen Pump des Jahrtausends im Trizeps sorgen. Seid gespannt, Freunde. Das Ganze wird natürlich richtig, richtig heftig. Aber natürlich ist es auch extrem effektiv. Ich habe bereits viele weitere 5-Minuten-Workouts für euch abgefilmt. Die findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Da verlinke ich sie euch. Und wie ihr wisst, ihr kennt mich ja, gehe am Anfang immer die Grüße raus. Heute an Nemanja Petrovic, Markus Bogenstetter und Lukas Stieglitz, Aaron Daumer und Leiti. Seid gegrüßt, Freunde. Wenn auch du im nächsten Video gegrüßt werden willst, lass mir einfach einen Kommentar unter diesem Video da. Und für dieses Workout brauchen wir wieder mal gar nichts außer die Handeln und natürlich Motivation, wie ihr wisst. Also, jetzt kann's losgehen, egal ob ihr jetzt am PC sitzt oder am Handy seid. Ganz egal, jetzt heißt es aufstehen und mit mir gemeinsam lostrainieren. Und ein kurzer Tipp, bevor wir lostrainieren: Nehmt auf keinen Fall zu schwere Hanteln, denn die Übungen sind extrem effektiv und auch extrem hart. Plus, wir wollen, dass die Technik stimmt, also wie immer gilt Technik vor Gewicht. Und ja, dann kann es schon losgehen. Gut, was jetzt noch wichtig ist für die Ausführung, damit wir auch wirklich in den Trizeps trainieren, nämlich gebt einfach wieder, wie auch beim Bizeps-Workout, die Schultern nach oben, nach hinten und dann wieder nach unten. So sind hinten die Schulterblätter eben fixiert und wir trainieren wirklich nur aus dem Trizeps. Das Ganze gilt eben bei jeder Übung. Für die erste Übung, wie zeige ich euch schnell vor, die nennt sich Kickbacks. Da gehen wir einfach in die Position, wir lehnen uns, wir beugen uns nach vorne und wir geben jetzt einfach die Hände nach hinten, also eben Kickbacks. Das Wichtigste ist, wie bei allen Übungen, dass wir vor allem mit den Trizeps arbeiten und wirklich mit dem Ellbogen so ruhig wie möglich bleiben. Das ist die Grundregel Nummer 1. Ich hoffe, ihr seid bereit, denn es geht los. 3, 2, 1, let's go! Ruhig bleiben mit den Ellbogen, so ruhig wie möglich heben. Die Hälfte haben wir geschafft, noch genau 25 Sekunden. Kämpfen, Freunde! Sehr gut, und jetzt direkt rein in den Tricep Press, also jetzt einfach nach oben gehen und wieder versuchen, mit den Ellbogen so ruhig wie möglich bleiben und wirklich nur aus dem Trizeps arbeiten. Noch 20 Sekunden, weiter kämpfen. Sehr gut, jetzt gehen wir auf den Boden für die nächsten 3 Übungen. Bei der ersten Übung geben wir einfach hier wieder. Machen wir erstmal Trizeps Press wieder. Los geht's. Bleibt auch hier wieder mit dem Ellbogen so ruhig wie möglich und versucht eben den Boden mit den Handeln zu berühren und geht dann wieder direkt schnell nach oben. Das ist richtig heftig, Freunde. Ich spüre schon extrem im Trizeps. Woo! Ah! The girls wind up on the dance floor.
geben wir die Hände so nach innen und machen auf. Und jetzt hochgehen und runtergehen. So schnell wie möglich. Wichtig, Freunde, gebt die Ellbogen nicht nach außen, sondern zum Körper. Und wir gehen so schnell wie möglich nach oben und unten. Das ist die allerletzte Übung. Also jetzt auf keinen Fall aufgeben. Durchbeißen. Es handelt sich nur um Sekunden, Freunde. Mein Trizeps ist wirklich am Platzen, also ich habe den Pump des Jahrtausends. Oh meine Güte, ich hoffe, euch hat das Workout gefallen. Lasst mir unbedingt ein Gefällt mir da, wenn dem so ist. Und das Wichtigste, schreibt mir in die Kommentarbox, ob ihr dieses Workout gefeiert habt, genauso wie ich, damit auch die Community weiß, ob sie dieses Workout auch nachmachen soll. Also motiviert die Community, Freunde, lasst gerne einen Kommentar da und vergesst auf keinen Fall, mir auf Instagram oder Snapchat zu folgen. Ich bin wirklich aus Atem. Und ja, ich verlinke die Links unten in der Infobox. Vergesst jetzt auf keinen Fall, die Abo-Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns, oh mein Gott, der Pump ist so heavy, beim nächsten Mal. Macht es gut, Freunde. Peace. Du bist in der Endcard drinne. Doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Ja, mehr Fitness gibt's nicht. Such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier. Du weißt, es würde sich lohnen.